endlich soweit. Willkommen, meine Freunde, im nächsten Video. Heute geht es um den Mini Cooper S. Der Mini Cooper S, ja, wie soll ich das sagen? Ich habe gelesen, dass das Problem oft bei den Dingern besteht, dass die Kette, beziehungsweise nicht die Kette, sondern der Kettenspanner oft verschleißt. Und den möchte ich heute vorsorglich tauschen, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn ich den Wagen im Kaltstart anmache, dass ich dann manchmal die Kette ein bisschen höre. Und da A, der Kettenspanner nicht viel kostet, B, ihr diese drei Werkzeuge nur braucht, um das Ganze zu wechseln. Also einmal ein Schlitz, einmal ein Torx, das ist ein 27er und ein 27er Schlüssel oder Nuss mit Ratsche. Mehr braucht ihr nicht, um das Ganze zu tauschen. Bevor ich jetzt aber loslege, wir haben eine neue Kamera. Also wir haben keine neue Kamera, wir testen gerade eine neue Kamera. Und zwar hat der Fabrizio, unser Softwareoptimierer, hat uns die zur Verfügung gestellt, weil er sagt, ja hier, ihr filmt ja mal mit dem großen Ding und so. Probiert die doch mal aus, ob die besser ist. Werden wir sehen. Also erstmal vielen Dank an Fabrizio. Wenn ihr eine Softwareoptimierung braucht, dann checkt ihn auch nochmal ab. Wir verlinken das Ganze nochmal unten in der Videobeschreibung. Aber weiter geht's. Ja, was müsst ihr machen? Im Prinzip ist es eine ganz einfache Sache. Ich habe das natürlich jetzt alles schon so ein bisschen vorbereitet. Ihr müsst einmal den Luftmassenmesser abziehen, den Stecker. Dann hier von der Verrohrung die Schelle lösen. Und hier sitzt eine 27er Torx. Dann habt ihr nämlich diesen Luftfilterkasten schon quasi lose. Ja? Der ist auch voll verdreckt, weißt du das? Da ist voll viel Müll drin, müssen wir nochmal vielleicht sauber machen. So, dann nehmt ihr euch, wie gesagt, nochmal den Schlitzschraubenzieher, löst quasi den Druckschlauch hier. Hier ist eine Schelle und hier unten ist eine Schelle. Dann zieht ihr das Ganze ab, wenn ihr das gelöst habt. Und dann kommt ihr auch schon an den Kettenspanner. Ja, und zwar sitzt der Kettenspanner hier drunter. Ich weiß nicht, ob du da hinfilmen möchtest. Also der sitzt quasi genau hier. Das ist vielleicht ein bisschen schwer zu sehen. Sieht man das hier? Da sitzt er. So, dann schraubt ihr den raus, den neuen wieder rein. Und dann hat sich die Sache auch schon erledigt. Also ich behaupte mal, wie lange läuft jetzt das Video? Keine Ahnung, ein paar Minuten. Und ich habe nur die Schellen im Prinzip vorbereitet, dass sie sich schneller lösen. Und das Ganze ist ruckzuck ausgebaut. Ich befürchte auch, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, mit dem Schlüssel kommt ihr da gar nicht so einfach hin, weil ihr den nicht trefft. Das heißt, ich werde mal eine Nuss nehmen. Ich denke, mit einer Nuss ist es auch einfacher. So, 27er Nuss und 27. Ja. Also ihr solltet, denke ich, eine Nuss nehmen. Das Ganze ist wesentlich einfacher. Schon fest der Bums hier. Das müssen wir natürlich mal. Eben nehme ich mir noch einen Lappen. Weil der Kettenspanner beim Mini Cooper, ich weiß gar nicht, ist das, Ronny, weißt du das, bei anderen Autos werden die alle mit Öl gespannt quasi? Also vorgespannt oder was? Vorgespannt. Was? Ist das immer so? Also der beim Mini Cooper wird auf jeden Fall durch Öldruck. Ja, klar, wenn durch Öldruck. Ja, aber ist das bei jedem so? Wieso? Also ich sag mal, ist das jetzt beim VW und bei anderen auch so? Ich weiß, dass bei BMW so ist. Bei BMW ist so. Wahrscheinlich mit Kette, ne? Also wegen Kette. Ja gut, wie auch immer. Ich glaube, die... Der wird auf jeden Fall mit Öl und da der ja... Oder da in dem Kettenspanner ein bisschen Öl ist, dass ich hier direkt einen Lappen zur Hand habe, ne? Und da kannst du den auch schon so mit der Hand rausdrehen. Das ist natürlich jetzt hier so ein bisschen fuckelig. Was hat denn der für ein Gewinde, ey? Ich bin mal gespannt, wenn ich den draufschraube, in dem Vergleich zu dem neuen, wie viel Kraft der noch hat. Weil bei dem alten Mini, den wir hatten, hier den roten, diesen 1,4er oder 1,2er, was das war, da war der Kettenspanner, der ist die Feder schon rausgefallen. Ja, die kannst du ja so auseinanderziehen, die Dinger. Nee, den neuen nicht. Nee. Hat das denn geholfen bei dem anderen Mini? Ja. Das Geräusch war sofort weg und auch hier sehe ich schon direkt. So, guck mal. Und zwar ist nämlich das Problem, dass der sitzt nämlich hier drin. So.
Und hörst du das Geräusch hier schon? Weil der drückt das Öl dann nämlich hier dran vorbei. Guck mal, und der fällt komplett auseinander. Der neue ist nicht... Ja, der ist ja noch nicht gespannt durch... Ja, der ist aber auch nicht mehr gespannt. Also genau das gleiche Phänomen, ohne den jetzt voll rausgeschraubt zu haben, hatte ich bei dem anderen Mini Cooper auch. Und ich glaube, dass das nicht richtig ist, dass der... weil guck mal, so wird der Original ausgeliefert. So, und den kannst du hier nicht rausziehen. Ne? Ja, also wie gesagt, genau das gleiche Phänomen hatte ich halt bei dem anderen Kettenspanner auch, bei dem anderen Mini. Und ich vermute ganz stark, der fällt ja hier schon auseinander. Mich würde mal interessieren, wenn der unter Druck gesetzt wird, ob der dann auch so aussieht wie der quasi, dass der ja mehr auf Spannung ist. Wer da technisch versierter ist als wir, würde mich interessieren. Wir schrauben das Ding jetzt wieder rein und dann wollen wir hoffen, dass uns der Motor nicht in die Ohren fliegt, was ich jetzt nicht glaube. Also war schon ein schönes Feingewinde. Ist aber noch ein bisschen am Schrauben. Ne? So. Wäre noch interessant zu wissen, wie viel Newton man den anzieht. Ich sag jetzt mal mit 60 oder so. Das macht jetzt meine Hand. Ist wie so ein Newtonmeter-Schlüssel. Passt. So. Ja, also ich habe jetzt keine Newtonmeterzahl und... Bis das Handgelenk knackt. Bis das Handgelenk knackt und der andere war ja auch so quasi. Oder sollen wir fürs Gefühl noch einmal nach so ein bisschen. Also wechseln ist ganz klar auf eigene Gefahr. So, jetzt bauen wir die Schläuche wieder dran. Das geht halt wie gesagt recht fix. Der war oben, der war hier unten. Warte mal, hier habe ich den Stecker, der ist drauf. Was hast du da gerade geguckt? Zur Zweitwechsel? Keine Ahnung, was da stand. So, Schlauch ist drauf. Die Schellen wieder festziehen. Es könnte natürlich gar nur sein, dass die Kette am Anfang ein bisschen klappert, weil er komplett ohne Öl ist. Ne? Ja, und das ist das, was ich nicht verstehe, weil dieser Moment ist ja eigentlich der gefährlichste. Deswegen wollte ich eigentlich wissen, ob man die mit Öl vorspannt, indem man in den Ölbottich pumpt. Ja gut, aber da ist ja jetzt auch nichts an Öl drin, wirklich. Ja, also das heißt ja, wir stellen mal vor, den hast du 2 Wochen stehen. Da ist ja kein Öl mehr im Kettenspanner. Also. Und das ist ja genau das, was ich auch mitvermute. Also erstmal, dass das Öl dran vorbeischießt, ja. Und das zweite ist, wenn der von der Federkraft nicht mehr genug spannen kann, dass der quasi, bis der Öldruck ja da ist, klappert. Na ja, gut. So, Luftmassenmesser hier wieder dran. So, hier unten war auch noch so ein Schlauch. Kriegt der eigentlich auch ZX? Nee, der bleibt so. Ach so. Der bleibt so. Da bleibt der eh wieder nicht lange, aber. Ja, wieso? Autos bleiben doch immer alle. Ne? Ist klar. Das ist auch irgendwie nicht so richtig, dass das hier abfallen kann. Das ist ein Sommerauto, Ronny. Wir hatten jetzt so viele warme Tage, ich schwitze jetzt noch wie ein Schwein. Da muss man doch hier so ein Auto. In der Garage stehen haben wir. Warum rastet das denn nicht ein hier? Wieso? Ja. Aber das ist nicht richtig. Ne? So, jetzt sitzt das alles wieder. Ja, dann Luftmassenmesser drauf, diese Schelle hier noch festziehen. Ja.
Zack, Luftmassenmesser ist drauf. Hier die eine Torx-Schraube, die den Luftfilterkasten festhält quasi. Auch wieder festziehen. Und so leicht ist ein Kettenspanner gewechselt. Also ihr seht, beim Einbauen der Schläuche habe ich die Schellen jetzt festgemacht. Das Ganze dauert, keine Ahnung, was würdest du sagen, 20 Minuten, wenn man zwei linke Hände hat, und 15 Minuten, wenn man zwei rechte Hände hat. So. Ja, dann sollen wir starten? Starte mal. Ihr seid live dabei, wenn das Ding in den Arsch geht. So, was, oder? Man hat schon vorgespannt, hast du gehört? Ja, BMW. Ich trau mich nicht. Ja, meine Lieben, ich möchte euch noch mal kurz was zu der ganzen Mini-Geschichte sagen. Ihr habt ja gerade gesehen, ich war ja so ein bisschen skeptisch beim Anmachen, was auch seinen Grund hatte. Und das möchte ich euch jetzt gerne erklären. Und zwar habe ich nicht den originalen Kettenspanner gekauft, sondern einen aus dem Zubehör. Der hat, ich glaube, 17 Euro gekostet. Und wir haben das Video in dem Moment abgebrochen, einfach aus dem Grund, dass ich mir unsicher war, was ich jetzt mache, denn ich habe ein leichtes Kettengeräusch gehört und habe ihn dann direkt auch wieder ausgemacht. Ja, was soll ich euch sagen? Ich bin dann natürlich auf der Suche gegangen. Das war ja der Kettenspanner, ja, der aus dem Zubehör, der in alten, der war ja komplett auseinandergefriemelt. Und ich habe mich dann ja mit Ronny ein bisschen, ich sag mal, beraten, was das anging. Und habe gesagt, okay, komm, weißt du was, eigentlich schon überhaupt dumm, ich sag mal, nicht den originalen Kettenspanner zu holen, gerade bei so einer wichtigen Sache. Und habe mir heute den originalen Kettenspanner vom BMW besorgt. Und was soll ich sagen, ich möchte euch das jetzt einmal zeigen. Ja, und zwar seht ihr mal hier den Vergleich. Rechts der nachgemachte Kettenspanner, links der originale. Da sieht man ganz deutlich, A, einmal, dass dieser höher ist, also länger ist. Und B, guckt euch mal die Ölkanäle an. Also einmal hier, einmal da. Da sieht man auch schon ganz klar einen Unterschied. Ja, und wie gesagt, das ist halt der Unterschied. Und da kann man mal sehen, dass die nachgemachten Billigteile total für den Arsch sind. Ich baue jetzt den originalen wieder ein, den originalen neuen. Und dann machen wir das Ganze nochmal an und dann hören wir nochmal, ob irgendein Geräusch kommt oder nicht. Ich bin gespannt. Lasst es euch eine Lehre sein, dass definitiv, kauft solche Sachen original. Also man kann vieles aus dem Zubehör kaufen, ich mache das ja selber, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, also das macht überhaupt keinen Sinn. Wie gesagt, das Ganze ist ja an sich ein Klacksen Kinderspiel, das zu wechseln. Also ich laber hier schon länger, als es überhaupt dauert, das Ganze zu wechseln. Ich kann euch nur empfehlen, macht es selber, und wir bauen das Ding jetzt wieder ein und dann lassen wir den Motor nochmal laufen. Ja, neuer Versuch, neues Glück, hoffen wir, dass er hält. Und ich höre nichts. Ich finde, das hört sich schon viel besser an. Also ich höre kein Klackern mehr, Leute. Ich höre kein Klackern mehr, selbst im Kaltstart. Der hat jetzt gestanden. Ich hoffe, ihr könnt mich noch verstehen. Das heißt also, es hat funktioniert definitiv. Wenn ihr eine Frage habt, oder vielleicht auch sagt, immer Chris, du bist ein Vollidiot, was bestellst du so scheiß Zubehörteile? Neue Teil, ich schmeiß das direkt in den Schrott. Ich werde das noch nicht mal umtauschen, weil ich ärgere mich da im Prinzip selber drüber, oder bin ja im Endeffekt froh, dass es so ist, wie es ist. Habt ihr eine Frage, schreibt sie in die Kommentare. Ich helfe euch gerne weiter, alles kein Thema. Habt eine schöne Woche, haut rein, wir sehen uns.